Moin Leute, willkommen zurück und wir spielen wieder Short Maps. Oh je. Und was haben wir hier? Zum Hüpfdingens. Ja, als Zwischenzeit sind wir Erster, was aber auch daran liegt, dass noch keine Sau unsere Zeit hat. Und so werden wir keine Bestzeit fahren. Und das wird uns total zerlegen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das sah am Anfang gar nicht so schlecht aus. Da waren wir eigentlich super schnell. Man muss hier einfach am Anfang so ein bisschen Gas wegnehmen, damit man hier mehr Pfeile mitnehmen kann. Und hoffen, dass es dann passt. So zum Beispiel. Aber irgendwie auch nicht. Weil der hier passt dann super. Nee. Oh, irgendwie doof die Map, ne? Also man muss hier wirklich Hubbel für Hubbel irgendwie probieren. Also hier passt der erste noch, dann nehmen wir hier mal ein bisschen Geschwindigkeit weg. Passt der zweite. Ach, guck mal. Und jetzt Vollgas hier nach oben. Ah, da ist uns ein bisschen der Sprit ausgegangen. Aber siebter ist schon mal gut. So, hier und dann ein bisschen Gas wegnehmen. Den nächsten. Ja, nee, da hat es uns zerrissen. So, der erste. Ein bisschen wieder Sprit wegnehmen. Das kann nicht richtig sein. Aber der zehnte, der eine Versuch von uns, der war schon nicht so schlecht. Also mal gucken, wie viele da noch auf Trichter kommen und das mal ein bisschen anders probieren. Ah, immerhin nochmal eine Sekunde verbessert. Ja, da waren wir fast zu gut. Nee, also, aber 11. Platz, das ist schon mal eigentlich ein vernünftiger Start hier in die Runde. Das gibt ordentlich Punkte, ich schätze mal 130 Punkte wird das bestimmt geben, oder 100. Ja, 130. Mal gucken.
So, 15, 20, 15 Plätze vielleicht. Oh, 23. Uiuiui, dann könnte es ordentlich was geben. Wo sind wir? Da. 195 Punkte, ja, super. Dann sind wir auf Platz 157. Oh, das wird aber schwierig, sich da wieder hochzukämpfen, aber das will ich auch gar nicht. Ich will ja einfach nur ein bisschen aus Spaß fahren. 459 Punkte, Alter. Respekt. So, was haben wir hier? Na, 19 vielleicht. Gucken wir uns mal an. Auch lustig, ja? Extrem uncool. Also hier haben natürlich dann die besten Chancen, die hier mit ihrem Gamepad fahren. Ach was. Naja, also wir haben nicht so ein großes Glück. Na also, auch mal eine Zeit. Und es scheint sich zu lohnen, abzubremsen. Wir können ja mal versuchen, einfach so durchzukommen, wobei jetzt sind wir gerade schön schnell. Oh. Also ich fahre jetzt mal so, als wenn ich nicht abbremsen würde. Einfach mal um zu gucken, wo wir dann landen. Alter, da werden wir zerpflückt. Aber das wird schon. Nee, das wird schon so gut sein. Man braucht gar nicht so extrem bremsen. Ja, wir können uns noch verbessern. Na, da haben wir einen auf den Deckel bekommen, aber ordentlich. Ah, ich mag die Map. Boah, noch mal ein bisschen. Fünfter sind wir. Ja, da sind wir leider leicht ins Fliegen gekommen. Aber ich glaube, das hat sich dann damit auch erledigt. Und? Nee. Immer noch fünf da.
So, komm, eine Chance haben wir noch. Ach, scheiße, nee, ist vorbei. Jo, siebter. Jetzt kommen sie auch alle hoffentlich nicht auf den Trichter, hier das besser zu machen. Ist beim siebten geblieben. Oh, und das sollte Schotter geben. Gucken wir mal. Oh. Und? 222,6 Punkte. Sehr schön. Also, das hier scheint sich tatsächlich richtig zu lohnen. So, was haben wir hier? So, gucken wir mal. Oha, sieht ja schon mal ganz schön kompliziert aus. Da müssen wir wohl rauf. Und dann, okay, da müssen wir dann so ein bisschen rechts rüber. Das wird ja lustig. Boah. Beschisseneren Untergrund gibt's hier auch gar nicht. Ah, bleib, bleib. Boah, und dann wieder rechts. Alter. Ah, es ist schwierig, der Grip zu halten. So, ich will zumindest eine Zeit haben. Denn, so wie es aussieht, wird nicht jeder die Zeit schaffen. Jo, super. Nein. Oh, bitte. Das kann ja nur lustig werden hier. Ach komm, was für eine Schande. Aber wir halten uns an dritten Platz. Bis halt ein paar mehr mal ins Ziel kommen. Oh, ist auch ein echt blöder Untergrund hier, wo man raufspringt. Ah. Ha, knapp daneben ist auch vorbei. Nein, das sah eigentlich ganz gut aus. Schade. Oh nein, 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 nein. Mist. Wie man einfach nur zerreißt, wenn man eine Bandübung hat. Ey komm, wir werden das ja wohl auch nochmal mit einer 10er-Zeit hier irgendwie schaffen. Ja, eine 10er nicht, aber eine vernünftige 11er-Zeit. Ah, knapp daneben.
Ah, und da muss man echt gerade fahren. Egal wo, auf dem Grün oder auf der Straße, aber Hauptsache nicht irgendwie wechseln, die Spur. Nope, auch nicht. Nee, auch nicht. Boah, Hilfe, ey. Da muss man wirklich super gerade landen. Nein, so wie jetzt hier. Aber ich habe vergessen rüberzufahren. Scheiße. Ja, vergessen ist übertrieben, aber ich habe es zu spät gemacht. Okay, das war's. Mal gucken, wie viele eine Zeit haben. Nicht so viele. Ich hoffe, dann wird es auch nicht viele Punkte geben, glaube ich. Durchschnittlich, ne? 89, ja, ist nicht so geil eigentlich. Na gut, Leute, wir machen hier erstmal Feierabend. Nächste Folge geht's weiter bei einer neuen Aufnahme. Bis dann.